Lernen in der Schule geschieht meist durch Aufgaben. In diesem Video wird gezeigt, in welcher Weise verstehendes Lernen durch die Nutzung des Modells der drei Denkebenen unterstützt werden kann. Dieses Modell entfaltet eine Wirkung unabhängig davon, ob Lernen analog oder digital geschieht. Am Ende dieses Videos werden Sie sich erinnert haben, was Lernen ausmacht, etwas über das Modell der drei Denkebenen wissen und Operatoren kennen, die Sie nutzen können, um Aufgabenlernen förderlich zu konzipieren. Denken Sie kurz nach. Wie lernen Sie selbst? Was hilft Ihnen, damit Sie gut lernen können? Was passiert eigentlich, wenn wir lernen? Was geschieht in unserem Gehirn, damit aus Neuem Bekanntes werden kann? Beim Lernen greifen wir immer schon auch auf Bekanntes zurück. Wir haben Erfahrungen gesammelt und abgespeichert. Meist taucht in unserem Gehirn irgendetwas über den Lerngegenstand auf. Manchmal ist es schon viel, manchmal ist es noch wenig und manchmal ist es einfach nur die Frage, was ist das eigentlich? Kommen nun neue Informationen von außen, hilft es uns, wenn dieses bekannte Wissen unsere Erfahrungen dazu präsent und wach sind. Denn zunächst irren die neuen Informationen etwas orientierungslos im Gehirn umher. Sie suchen quasi Anschluss und Anknüpfung. Ein Beispiel. Wenn Sie einen Garten anlegen oder Ihren Balkon bepflanzen wollen, werden Sie zunächst auf Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen zurückgreifen. Sie werden sich fragen, welche Pflanzen kenne ich eigentlich schon? Welches Material brauche ich? Wie sieht mein Garten oder mein Balkon eigentlich aus? Wie soll es am Ende aussehen? Danach suchen Sie gezielt nach weiteren Informationen, um Ihren Garten oder Ihren Balkon so zu gestalten, wie Sie ihn mögen. Dazu lesen Sie, dazu sprechen Sie mit anderen, dazu sehen Sie sich vielleicht Videos an. Und nun versuchen Sie, diese neuen Informationen mit Ihrem Vorwissen in Verbindung zu bringen. Diese Anknüpfungen entstehen häufig schrittweise und nicht auf einmal für alle Informationen. Wir können es manchmal an den Aha-Effekten erkennen, über die wir uns schon freuen, wenn es sie dann gibt. Ist der Vorgang der Informationsverarbeitung nun abgeschlossen und sind die neuen Informationsteile fest mit den bereits vorhandenen verbunden? Übrigens, je mehr geübt wird, desto stabiler werden diese Verbindungen natürlich. Können wir davon sprechen, dass diese Wissens- und Verstehensnetze tatsächlich erweitert sind? Für unser Beispiel kann das möglicherweise bedeuten, dass Sie verstehen, welche Pflanzen für Ihren Standort besonders geeignet sind und wann Sie pflanzen und wie Sie die Pflanzen am besten pflegen können. Diese Verankerung zeigt sich nur in der Praxis. Wie gut kann das Gelernte auf Neues übertragen werden und Lernende sich damit als kompetent erweisen? An dieser Stelle sei Josef Leisen zitiert, der gesagt hat, Kompetenz ist der handelnde Umgang mit Wissen. Zurück zu unserem Beispiel. Mit Ihrem neuen Wissen beginnen Sie, den Garten anzulegen oder Ihren Balkon zu bepflanzen. Sie werden dabei nach ein paar Wochen sehen können, was funktioniert hat, und werden vielleicht das eine oder andere noch einmal verändern. Dieses Wissen darum, was beim Lernen passiert, sollten Lehrkräfte nutzen, um lernförderliche Aufgaben zu konzipieren. Dabei gilt der Dreischritt: Aktivieren dessen, was vorhanden ist, integrieren dessen, was neu hinzukommt und zeigen dessen, was nun. Zunächst geht es darum, Aufgaben zu stellen, die es Schülern ermöglichen, ihr Wissen zu reaktivieren, indem sie sich ihre Kenntnisse, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum Lerngegenstand vergegenwärtigen. Das Gehirn wird damit aufnahmebereit für Neues. Zusätzlich dazu werden neue Informationen aus Texten, Bildern, Videos etc. gesammelt. Ein erster Kontakt mit dem Neuen findet statt. Damit die neuen Informationen wirklich im Gehirn ankommen, geben Operatoren hilfreiche Unterstützung, zielgerichtet zu arbeiten. Diese sind zum Beispiel nennen oder beschreiben, sammeln, beobachten oder nacherzählen.
Nun geht es darum, Aufgaben so zu gestalten, dass diese neuen Informationen aktiv mit dem bereits vorhandenen Wissen verknüpft werden können. Und dazu müssen sie aktiv und vom Lernenden selbst verarbeitet werden, denn nur das eigene Gehirn kann erkennen, wo die entsprechenden Andockstellen sind. Zusammenhänge müssen selbst hergestellt werden. Regeln und Formeln müssen zunächst in eigene Sprache geformt werden und Begriffe müssen so greifbar gemacht werden, dass das eigene Gehirn sie versteht. Vielleicht können Schüler sogar schon eigene Modelle zum Thema entwickeln. Dazu kommt, dass je komplexer und vielfältiger diese neuen Informationen sind, der Prozess der Verarbeitung desto intensiver angelegt sein muss. Für diese Aufgaben sollten Operatoren verwendet werden, die dazu anregen, dass tatsächlich jeder Schüler sein eigenes Gehirn benutzt. Dazu kann man Operatoren verwenden wie zusammenfassen, erklären, vergleichen, begründen, gegenüberstellen, sortieren oder ordnen. Sind die neuen Informationen zu neuem Wissen geworden, kann dieses neue Wissen im Handeln tatsächlich erprobt werden. Hierfür sind folgende Operatoren hilfreich: Planen, entwerfen, Probleme lösen, etwas untersuchen, etwas bewerten oder beurteilen oder auch spekulieren oder vorhersagen, wie eine neue Situation sein könnte. Der Lernende merkt mithilfe dieser Aufgaben, wie gut habe ich das wirklich verstanden? Was kann ich jetzt mehr, besser, anders tun als vorher? Welches Problem kann ich jetzt tatsächlich lösen? Und mit welchem fremden, unbekannten Kontext kann ich nun wirklich umgehen? Hier noch einmal das Modell der drei Denkebenen auf einen Blick. Um tiefes Lernen zu ermöglichen, müssen grundsätzlich alle drei Denkebenen durchlaufen werden. Abhängig vom Lerngegenstand bietet sich als Ausgangspunkt die erste bzw. die dritte Denkebene an. Die erste Denkebene öffnet das Gehirn beim Wissenserwerb. Die dritte Denkebene bietet die Möglichkeit, von einer Problemsituation auszugehen. Deutlich wird in diesem Modell auch, dass die Lernprozesse auf drei Ebenen iterative Prozesse sind. Das heißt, es ist immer möglich, einen Schritt zurückzugehen, wenn sich Schwierigkeiten zeigen. Gerade die zweite Denkebene als tiefe Verstehensebene braucht oft viel Zeit, die Gehirne der Lernenden arbeiten unterschiedlich und natürlich auch unterschiedlich schnell. Und hier muss die Lehrkraft gut diagnostizieren und differenzieren. Noch einmal, Operatoren sind als konkrete Handlungsanweisung hilfreich, um Aufgaben zielführend zu bewältigen. Dabei sind den Denkebenen unterschiedliche Operatoren zugeordnet, die deren jeweilige Funktion im Lernprozess unterstützen. Gestaltet die Lehrkraft die Aufgaben zum Lernen mit Hilfe dieses Modells, kann das helfen, dass auch die Schüler ihren eigenen Lernprozess besser verstehen lernen. Zum Schluss. Erinnern Sie sich an die eingangs genannten Ziele. Sie erinnern sich nun, was Lernen ausmacht. Sie wissen etwas über das Modell der drei Denkebenen. Und Sie kennen Operatoren, die Sie nutzen können, um Aufgabenlernen förderlich zu konzipieren. Überlegen Sie kurz, welche Denkebene hat dieses Video bedient? Woran machen Sie das fest? Wie würde Ihr Lernprozess jetzt weitergehen? Wenn Sie Interesse an Fortbildungen zu diesem Thema haben, sei es für Ihre Schule, Ihre Fachschaft, Jahrgangsstufe oder für Sie selbst, kontaktieren Sie uns gern. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu arbeiten und Unterricht mit der didaktischen Route zu planen.